feuern lassen, ihr Opfer! Wir sind die moderne, die junge, die flexible SPD. Altbackene Wörter wie soziale Gerechtigkeit und Friedenspolitik werden von uns konsequent aus dem Wortschatz gesprochen. Wir sind der Meinung, Pierre Steinbrück ist ein Lauch, Thilo Sarrazin ist der einzige echte Parteivorsitzende. Und wir denken, Jahre erleben will, dann muss sie sich schneller modernisieren und radikaler pragmatisch werden, als sie das in den letzten 150 Jahren eindrucksvoll vorgelegt hat. Wir sind für die Fusion von FDP und SPD. Wir sind für eine Doppelspitze aus Guido Westerwelle und Thilo Sarrazin. Alternative für Deutschland. Wir sind für eine radikale Agenda 2020, um die deutschen Sozialsicherungssysteme auch in Zukunft krisenfest zu machen. Wir sind dafür, einen deutschen Statthalter in Portugal und Griechenland einzusetzen. Aufbauplan Südeuropa, um das deutsche Südeuropa auch wieder leistungsfähig zu machen. Die deutsche Sozialdemokratie hat das ja mit Teilen der Zone ganz erfolgreich gemacht. Jetzt wird der Rest wieder weiter eingemeindet. Und vor allem sind wir hier, weil uns es ankotzt, wie immer wieder auf der Würde der alten Dame SPD rumgetrampelt wird und ihre Errungenschaften geleugnet werden. Gucken Sie sich Frau Merkel im Kanzleramt an. Die sitzt da faul herum und macht gar nichts, weil unser Boss, unser Genoss of the Boss, Gerhard Motherfucking Schröder mit der Agenda 2010 die Sozialsysteme so radikal modernisiert haben, dass Griechen, Spanier und anderes faules Gesindel jetzt ziemlich blöd dastehen. In diesem Sinne, go, go, go Deutschland. Dank Gerhard Schröder. Und wir versprechen, wenn wir gewählt werden, ist vorbei mit dem Faulenzen und vorbei mit dem auf den Lorbeeren ausruhen, wie es Frau Merkel jetzt macht. Wir wollen die Agenda 2020. Wir wollen Arbeit für alle und zwar umsonst. Arbeit für alle und zwar umsonst. Arbeit für alle und zwar umsonst. Arbeit für alle. Aus seiner Krise kann eigentlich eine Eindämmung der Spekulation der Finanzmärkte oder anderer Scheiß helfen. Nur eine Rückkehr zu feudalen Produktionsverhältnissen, eine Wiedereinführung der kompletten Sklaverei unter der Führung der SPD in Deutschland kann uns davor retten und unsere Sozialsysteme wieder modern, stabil und sicher zu machen, um Deutschland krisen- und kriegsfest durch die nächsten Jahre, durch die nächsten Stürme zu führen. In diesem Sinne, wir sind der Partei im Nachwuchs, wir sind jung, brutal und gut aussehend und wir haben Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Was hat die SPD? Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld, Style und das Geld. Yeah, und das ist das Einzige, was man im 21. Jahrhundert braucht. Rückgrat, politische Ansichten, Utopie, Vision, alles für die Katz. Stiste, Style und das Geld. Style und das Geld. Style und das Geld.